Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über den Online-Funnel sprechen, was das Ganze ist, wie es funktioniert und was du dazu wissen musst, erfährst du hier. Lass uns schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der A&M. Ich habe mir heute den Nico mitgebracht. Wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was ein Funnel ist, welche Vorteile er ist und wovon sprechen wir überhaupt, wenn wir von einem Funnel reden. Ja, ins Deutsche übersetzt heißt das ja sowas wie ein Trichter. Und was wir damit meinen, ist eine Landeseite, auf der der Interessent seine Daten idealerweise eingibt. Wie genau er ideal aufgebaut ist, dazu wird Nico gleich nochmal kommen. Ich möchte dir über die Anwendungsbereiche und wie du vielleicht auch deine erste Landingpage selber erstellen kannst. Es gibt generell ganz viele Anwendungsbereiche. Wir persönlich nehmen sie in die Kampagnen selber, sprich, dass wenn wir unsere Werbung schalten, dass die Leute oder die Werbung sehen, eine Möglichkeit haben, nachdem sie den Text und die Werbekampagne sich durchgelesen haben, Interesse haben, über mehrere Klicks am Ende ihre Kontaktdaten einzutragen. Oder auch auf unserer eigenen Webseite, sprich, dass ein Button da ist, hier Kontakt aufnehmen, dann landen sie auf einer Landingpage, dort geben sie ihre Kontaktdaten ein. Genau, und wie du deinen ersten erstellen kannst, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Also heutzutage ist das eigentlich für jeden Webseitenhersteller auch natürlich machbar. Das heißt, wenn du da einen Partner hast, der sich um deine Webseite kümmert, da einfach mal nachhaken, welche Möglichkeiten gibt es, wie können wir das aufsetzen. Sonst gibt es auch natürlich viele Programme aus dem Ausland teilweise, das muss man aber schon dazu sagen, viele sind auch nur auf Englisch, wo man aber zumindest immer kostenfrei erstmal einen aufsetzen kann, den auch vielleicht im Unternehmen testen kann. Und das sind so die gängigsten Anwendungsbereiche, viele nutzen das auch zum Beispiel im Nachhinein, wenn man sagen will, ich mache eine Umfrage oder so, das ist jetzt nicht Werbung, aber dass man da sich später vielleicht auch eine Meinung einholt, wo zum Beispiel jemand anklicken kann, ja, wie zufrieden bist du und noch extra Wünsche und. Das sind so Anwendungsbeispiele. Ich kann hier nochmal vielleicht Typeform nennen, ClickFunnels oder auch Perspective, das sind welche, die generell einige Funnels umsonst anbieten. Schau dir das gerne einfach mal an, wie ideal eine aufgebaut sein sollte. Dazu kann dir Nico noch was erzählen. Ja, vielen, vielen Dank für die Überleitung. Wir oder ich möchte dir jetzt einmal kurz erklären, wie funktioniert ein Funnel in unserem Beispiel. Also der Kollege sagt ja schon, es gibt da immer verschiedene Ausprägungen. Für uns ist halt so, wir leiten letzten Endes Klicks aus den sozialen Medien auf eine Art Frageabfolge und am Ende des Tages gibt es ein Eintragungsformular und dann trägt sich jemand ein. So, und diese Fragen sind dann zum Beispiel, wie groß soll das Terrassendach sein, welche Optik soll die Küche haben, also einfach spezifizierende Fragen zu der anfragenden Dienstleistung. Und dann ist natürlich immer die Frage, und wir stellen ja diese Funnels für unsere Kunden auch mit den Kunden gemeinsam, was genau stelle ich da für Fragen, was für Vorteile, Nachteile hat das, wofür ist ein Funnel überhaupt da, warum macht man das Ganze? Und da möchte ich dir jetzt schon mal eine Sache mitgeben, die extrem missverstanden ist, meiner Meinung nach. Auch immer, wenn ich das mit Partnern bespreche, ist das eine Sache, ja, die einfach im ersten Moment nicht komplett verstanden wird, wobei man natürlich verstehen kann, dass es so verstanden wird. Und zwar ist ein Funnel nicht dafür da, nicht in erster Linie Informationen von meiner Anfrage zu bekommen. So, wie gesagt, klingt ein bisschen komisch, weil ich stelle ja Fragen und in der Konsequenz bekomme ich auch Informationen. Aber das ist nicht der Sinn und Zweck, den der Funnel in erster Linie hat. Ganz, ganz häufig sehe ich das bei unseren Partnern, die dann sagen, ja, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, hier x Fragen zu stellen, auch eigentlich egal welche Fragen, das heißt, jetzt legen wir mal los. Wie viel Geld hast du? Bist du alleiniger Entscheider? Und das kann ich dann alles abfragen und am Ende des Tages funktioniert die Kampagne nicht, weil sich niemand mehr einträgt. So. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also ich möchte dir einmal mitgeben, die Fragen, die du dort stellst, sollen nicht inhaltlicher Natur dir alles holen, was du brauchst, um ein Angebot zu erstellen, sondern die Fragen sind einfach nur dafür da, den Kunden immer über die nächste Hürde sozusagen zu tragen. Du musst dir ja so vorstellen, jemand kommt aus Facebook und danach fragst du ihn, möchtest du dich nicht bei mir eintragen? Möchtest du nicht deinen Namen, deine E-Mail-Adresse und Telefonnummer da lassen, damit ich dich anrufen kann? Wenn dazwischen nichts passieren würde, würden die meisten Leute sagen, nee, mache ich nicht. Ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, was du von mir möchtest, das ist mir alles irgendwie zu unseriös, ich weiß es nicht. Und genau um diesen Gap zu überspringen, gibt es den Funnel, gibt es Fragen. Das heißt, wenn ich mich jetzt hinstelle und man stellt ja so eine Beratungssituation mit einem Funnel online quasi nach, ich frage dich, was möchtest du machen, wie groß soll das sein, je nach Produkt, wie viele Personen leben in dem Haushalt zum Beispiel, dann sind das alles so Fragen,
bei denen vertraust du mir mehr, wir gehen gemeinsam quasi einen kleinen Schritt weiter. Und wenn ich dich dann am Ende frage, okay, möchtest du dich hier eintragen, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, als wenn ich das am Anfang so komplett kalt gemacht hätte. Das ist der Sinn und Zweck, den Funnel hat. Der Funnel soll quasi einfach den Anfragenden so ein bisschen aufwärmen, damit er sich am Ende des Tages auch wirklich einträgt. Es geht nicht darum, Informationen zu bekommen, das ist ganz wichtig. Die wirklichen Informationen, die bekommst du in der Regel sowieso erst im Telefonat, nachdem die Person sich eingetragen hat. So, du musst die Person sowieso anrufen, du musst sowieso deine Fragen stellen, um eine Person zu beraten. Das kann man online nicht alles letzten Endes outsourcen oder auslagern, das funktioniert einfach nicht. Also es funktioniert schon technisch, nur du musst dann eben in Kauf nehmen, dass du weniger Anfragen bekommst, als du bekommen könntest und in der Folge auch weniger Umsatz machst, als du machen könntest. Weil das Missverständnis ist halt immer okay, wenn jemand nicht bereit ist, zum Beispiel ein Budget anzugeben, hat er auch kein Interesse. So. Das kann so natürlich nicht ganz stimmen. Also Budget ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Gibt da andere Fragen, die man stellen könnte. Aber man muss sich das halt immer so vorstellen, wenn ich dich jetzt zum Beispiel fragen würde, okay, bist du bereit, 20.000 Euro für ein Auto auszugeben, dann würdest du mich ja wahrscheinlich fragen, was ist das für ein Auto, von welcher Marke kommt das, wie viele Kilometer hat das schon runter. Also du kannst die Frage pauschal nicht beantworten und so letzten Endes musst du auch Funnel-Fragen betrachten, wenn du das Ganze anschaust. Und letzte Sache, die ich dir noch mitgeben möchte, um vielleicht ein bisschen Grundverständnis mit reinzubringen. Ich sage immer, dass so ein Funnel zwei Ausprägungen haben kann. Also es gibt Fragen in zwei Ausprägungen, einmal in der Anzahl. Die Anzahl von Fragen kann das Funnel-Ergebnis verschlechtern, sagen wir jetzt einfach mal. Also ich werde mit 5 Anfragen mehr Eintragungen haben als mit 10, weil einfach weniger Leute sich bis zum Ende durchklicken. Die zweite Ausprägung ist, in Anführungsstrichen kann man sagen, wie privat eine Frage letzten Endes ist. Wenn ich jemanden nach dem Bundesland frage, in dem er wohnt, würde das in der Regel eher beantworten, als wenn ich anderes Extrembeispiel nach der IBAN frage zum Beispiel. Ja, das ist eine Frage, die ich in beiden Fällen hätte. Ich würde aber mit Version 2 deutlich weniger Anfragen bekommen als mit Version 1. Und man spricht da am Ende des Tages wirklich immer nur von ein paar Prozent, aber du musst dir halt vor Augen führen, wenn du hinten, wir sprechen immer von Conversion Rate, aber wenn du deine Conversion Rate von 2% auf 4% in dem Fall verdoppeln kannst in deinem Funnel, weil du weniger Fragen und weniger private Fragen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht wirklich klein, dass du nachher auch deinen Umsatz daraus verdoppelst. Und das ist denn schon wieder ein Unterschied, muss man fairerweise sagen. Also du merkst, man muss dem Ganzen wirklich, wirklich viel Aufmerksamkeit widmen. Es lohnt sich am Ende des Tages. Hast du speziell dazu noch was zu sagen? Ja, man muss vielleicht nochmal die ganze Customer Journey sehen. Also ein Interessent ist ja nicht nur auf dem Funnel, sondern vorher bei der Werbeanzeige. Und jetzt muss man natürlich erstmal sehen, der sieht das Bild, konsumiert das Bild, braucht vielleicht 1-2 Minuten für das Bild. Dann geht er zum Text, liest sich den Text einmal durch, vielleicht sogar ein zweites Mal, hat auch nochmal 2-3 Minuten. Jetzt haben wir schon 6-7 Minuten seine Aufmerksamkeitsspanne. Jetzt geht er zum Funnel rüber. Und jetzt stell dir vor, da braucht er nochmal 4-5 Minuten oder muss erstmal Unterlagen kramen, um deine Fragen zu beantworten. Hier ist es natürlich wichtig, dass man sagt, ja okay, er muss so schnell wie möglich eigentlich da durch, damit er nochmal für das Kontaktformular, wo er auch nochmal Vorname, Nachname, E-Mail, alles manuell eintippen muss, auch nochmal 1-2 Minuten braucht. Das heißt, wir haben idealerweise für einen Interessenten vielleicht 10 Minuten seine Aufmerksamkeit. Und da ist es halt wichtig, da wirklich Fokus drauf zu setzen, wie wecke ich maximal Interesse, damit er sich einträgt. Wir haben hier immer das Beispiel genannt, stell dir vor, jemand ist kurz vorm Mittagessen und geht nochmal auf dem Handy online und dann brauchst für den Prozess vielleicht 20 Minuten, das Mittagessen ist aber in 10 Minuten, dann wirst du den Prozess abbrechen. In den meisten Fällen gehst du nicht wieder auf die Landeseite und trägst nochmal alle Daten rein. Also da immer mit Bedacht eigentlich rangehen. Ja, definitiv. Oder anderes Beispiel, es klingelt an der Tür, du machst das Handy kurz aus und dann vergisst du es und dann trägst du dich auch nicht mehr ein. Also am Ende des Tages, um dir vielleicht noch eine Lösung zu nennen, man muss das Ganze wahrscheinlich bis zum Ende durchtesten. Musst du nicht selber machen. Du kannst dich einfach bei der A&M melden, weil wir machen das eigentlich jeden Tag. Wir haben ja mehrere Partner, die auch immer manchmal, obwohl wir es anders empfehlen, vielleicht andere Funnels testen möchten. Und wir können dir da relativ genau sagen, was in welchem Bereich gut funktioniert. Ich kann dir einen perfekt funktionierenden Funnel für den Küchenbereich zeigen. Ich kann dir auch einen perfekt funktionierenden Funnel für den PV-Bereich zeigen. Also eigentlich für alles, was wir betreuen. Und dementsprechend würde ich sagen, als Schlusswort, wenn dich das interessiert, wenn du da ein bisschen mehr rausholen möchtest, dann guck auf jeden Fall mal auf der Homepage vorbei, trag dich da gerne ein, dann können wir darüber nochmal sprechen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei den anderen Videos. Danke dir fürs Zuschauen.